grüß euch alle miteinander aus dem schönen Schwabenland. Auf der ganzen Welt ist nichts so schön wie bei uns am Bodensee. Ja, so kannte man ihn, den Mann mit der Tuba. Jahrelang war er einer der Fasnachtsstars vom Bodensee. Also der Maurer Karle war ein Fasnachtsoriginal. Ein ganz großer Fasnachter und darüber hinaus ein ganz besonderer Mensch. Der Karle war einfach Hansdampf in allen Gassen. Der Karle, der hat einen ganz besonderen Humor gehabt. Herr Kapitän, ich hätte a bit. Warum fliegen denn heute keine Möwen mit? Ja, sagt er doch, passen Sie auf. Vielleicht sind heute zu viel Schwaben drauf. Ja. Man hätte natürlich da auch singen können. Und wie Sie wissen, die Württemberger essen doch ihre Vesper selber. Vielleicht sitzt der Karle, der im November 2011 verstorben ist, auf seiner Wolke und schaut sehnsüchtig auf sein Rössle in Wollmatingen hinunter, sein Lieblingslokal. Der Ort zahlreicher Fasnachtskonzerte und ausgiebiger Stammtischabende. Noch heute treffen sich Freunde und Weggefährten dort, um an ihn zu erinnern. Die Wirtsleute in unserer Stadt. Die sind preislich sehr auf Zack. Die leben im Zeichen des Neptun. Viel Nepp und wenig Tun. Der Karle hat sich beschwert über die lauten Bedienungen. Und dann sind wir nach dem Konzert daher, hat da beim Wirt hat natürlich rebelliert. Und dann hat der Wirt gesagt, Menschenskind, macht ihr doch das mal. Mich hat er gefragt und hat gesagt, also wir machen es, wenn ist nichts los in deinem Wirtshaus. Und dann, ja, egal, dann haben wir einen Termin gemacht. Das Lokal war 4 Wochen vorher schon ausverkauft. Das Problem war, dass der Wirt gesagt hat, das, was er drauflegt, das zahlt er aus der eigenen Tasche. Und dann, ja, wir zum Schluss, Schweiß auf der Stirn bei der Abrechnung. Weißt du was, wir haben 300 Mark, haben wir Trinkgeld zu viel gehabt. Ja. Aber das Fazit von der ganzen Geschichte war das, wir schnarren nie mehr über eine Bedienung, weil die man wirklich viel schaffen. Also eins muss ich euch sagen, in dem Friedrichshafen, ein Empfang, das habe ich noch selten gehabt, wo ich wieder mal in meine schwäbische Heimat komme, wie beim Wirt im Zeppelin-Museum da. Da habe ich dann, da war ich eingeladen vom Fischer. Ein schwäbisches Fünfgang-Menü hat er mir serviert. Ein schwäbischer Zwiebelrostbraten und 4 Trollinger. Das war gut, das war gut. Wenn's läuft, dann läuft. Die Badener kennst ganz gewiss. Am Fahrgestell an der krumme Fies. Das ist Schwäti zu alle Zeiten. Um uns auf uns Schwaben umreiten. Er war ein Schwab, ist im Badischen gewesen und dann hat er ab und zu auch mal wieder was hören müssen, glaub ich, von den Leuten. Also beim Karle könnte man ja sagen, der Karle war ein Schwab, der überwiegend verständliches Badisch schwätzt, aber trotzdem so einen leichten schwäbischen Akzent in seiner Sprache hat. Und wenn ich meine Schwaben, da geht, das ist ein Gedicht, wenn man dir sieht. Und da tun ich auch immer, bevor er dir trifft, nicht? Ein paar Worte hast du schon drin, die nicht mehr so schwäbisch klingen. Da tun ich alle mal schwäbisch. Das lerne ich mir. Das trainiere ich vorher alle mal noch. Ja, ich habe einmal, und das heißt so, ich habe einmal eine Kind gehabt und du, ich habe ein Kind gehabt. Das Kind hat sie aber nicht von dem gehabt, weil der hat nicht mehr Kind gehabt. Aber dann hat sie ein Kind gehabt und der hat noch Kind gehabt und von dem hat sie das Kind gehabt. Verstanden ihr mich, ja? Ja, es hat aber noch gesagt, Karle, du hast eine blöde Sprache. Statt ist, sagst du immer ist. Das ist aber gut, das ist aber nicht, das ist aber schön. Nein, ich gesagt, was, so schlecht ist das gar nicht. In unserem süddeutschen Sprachgebrauch. Bei uns weiß man gleich, ob eine ganz ist oder ob eine ohne ist. Ja.
Er hat ja nie einen Hehl draus gemacht, dass er ein Schwab ist. Ne? Er hat genauso Witzle gemacht über Badner wie über die Schwabe. Er hat ja immer gesagt, wenn du auf die andere zeigst, musst du auch immer zwischendrin mal auf dich selber zeigen. Was ich als Schwab im Badischer in Konstanz mitmache, der glauben sie oft nicht. Erst neulich hat wieder einer gesagt, und das haben sie mir schon 100 Mal gesehen, Kalle, lieber ein Rat im Kuchenkasten wie ein Schwab im Hausgang. Oder? Ja. Und Schwaben würde das nie passieren, so wie ich das sage. Oder zum Beispiel, siehst du einen Badener im Bodensee ertrinken, dann du ihm freundlich winken. Ja, das tut mir zwischen allemal gut, wenn ich den Badenser einen draufgeben kann. Nicht also. Ja. Freundlich winken und lass ihn langsam weiter sinken. Ein Schwab, der hat einen eigenen Stil. Der schwätzt und schafft und spart recht viel. An seinem Häusle hat er geschafft, der Schinder. Hat alles selber gemacht, bis auf die Kinder. Morgen war ich in Duttlingen bei einem Kumpel, der hat eine Schrotthandlung. Da war ein Bader noch da, weil Duttlingen liegt ja direkt an der Grenze. Dann hat er gesagt, er möchte sein Auto verschrotten. So halt in die Presse rein tun, was das kostet. Dann hat er gesehen, dass ein Bader ist oder gehört. Dann hat er gesagt, wenn du im Auto hocken bleibst, dann kostet es nichts. Also für uns in Konstanz war der Karle ein Wollmatinger. Und bei uns gibt es ja den Spruch, es gibt drei Dinger. Naturdinger, Kunstdinger und Wollmatinger. Wir Wollmatinger, wir sind halt noch vom alten Schlag. Nicht? Wenn bei uns zum Beispiel ein Bauer einen Stall frisch renoviert, dann kommt der Herr Pfarrer und weiht den aus, spritzt Weihwasser rum. Das ist halt noch bei uns so. Und das ist auch so gemacht worden, wo er den Bauer getroffen hat, nach 6 Wochen, hat er gesagt, na Bauer, wie sieht's aus? Hat sich die Ausweihung, hat sich die rentiert? Tragen deine Kühe? Hat er gesagt, ja. Aber ich glaube, Tochter hat auch ein paar Spritzer verwischt. In Wollmatingen, einem Konstanzer Stadtteil, war Karl Maurer zu Hause. Sein Arbeitszimmer ist fast noch so wie damals. Gefüllt mit Andenken an seine aktive Zeit bei der Narrengesellschaft Giraffen. Der Name stammt angeblich von einer einst entflohenen Giraffe, der sich ein Wollmatinger Bauer annahm und ihr als Kälteschutz eine Filzdecke mit Giraffenmuster nähte. So entstand wohl das Häs der Narrenzunft, deren Präsident Karl Maurer 25 Jahre lang war. Guck, sein Hut. Karl Maurer, ja. Da brauchst du nicht mal eine Person drunter, nee. Im Prinzip. Nee. Da hast du gewusst, dass jetzt kommt der Karl Maurer. Und die Requisite hier, da ist sein Tuba, welche ja Tenorhorn ist. Aber ja, eigentlich. Das war eigentlich der Karle und sein Tuba, das war eins. War das sein Original. Das war Original, ja, ja. Der, ich weiß noch gut, dann ist er immer gekommen, hat das den Hut ab und hat bloß so gemacht. Ja. Und der ganze dann. Saal hat tobt. Guck mal, Torpedo, das ist klasse, das ist die Altschreibmaschine. Da hat der ja etliche Bitterregen drauf rumgehackt nach dem Adler-Suchsystem. Ah, ja, genau. Oh nee, der hat schon keinen Schreiber. Da hat der nämlich einen Haufen Bitterregen, ja, ja. Unter anderem auch für mich geschrieben oder Gesangsshows oder hat Witz aufgeschrieben, das weiß ich noch gut. Da haben wir es auch mit lustig gehabt miteinander. Ja, ja. Und da hat er da die ganze Bitterregen drin. Ja. Wie bist du eigentlich zu der Fasnacht gekommen? Du weißt ja, meine Eltern haben ja das Lokal gehabt. Und genau. Die Giraffen, die sind ja immer dann gekommen zum Schnurren. Und das hat mir einfach so imponiert. Und dann habe ich mal allen Mut zusammengenommen. Und dann ist gerade der Karle an mir vorbei. Und ich sagte, du Karle, ich hätte mal eine Frage. Könnte ich da nicht auch mitmachen? Und dann hat er gesagt, ja, cool. Probier's, komm. Und wir zwei haben damals die Nummer gemacht mit Herzelein. Mit der Wildecker Herzelein. Das Herz von einer Frau. Und der Magen einer Sau.
Und der Inhalt einer Leberwurst ist bis heute noch unerforscht. Also, dein Vater war ja Bähnler durch und durch. Wie lange war der da eigentlich dabei? Der war 50 Jahre bei der Bahn. Da hat er ja viel geschrieben in der Zeit. So viel ich weiß, während der Reise oder während er unterwegs war, hat er immer geschrieben, hat wahrscheinlich auch sehr viel erlebt. Er hat sogar einen Reisepass die Witze geschrieben. Alles voll. Ja, das muss schau. Das verlebst du auch immer, nee, oder? Wenn er kein Papier in der Hand gehabt hat im Zug, dann hat er es halt in den Reisepass geschrieben. Oder so Stichwörter. Wo ich zum Beispiel nach Peking bin mit der Eisenbahn. Manche die haben den Konstanz des Peking gefunden. PP, Passau, alles haben sie gehabt. Dann hat er gesagt, wisst ihr was? Hat er gesagt, ich gebe Ihnen Fahrkarte nach Frankfurt-Oder, dann sind Sie an der Grenze. Der von Frankfurt-Oder hat mir auch nicht gegeben nach Prag, der von Prag nach Moskau und der von Moskau nach Peking. So lange hat ich soll ein Viertel trinken, bis er das rausgesucht hat. Fünf habe ich getrunken. Ich habe Fahrkarte fast nicht mehr gesehen. Wo ich den Urlaub rumgetan in Peking bin, ich habe Fahrkarte an Schalter. Haben mich verneigt und hab gesagt, ich möchte eine Fahrkarte nach Konstanz am Bodensee. Dann hat er gesagt, Hauptbahnhof oder wollen wir Dinge? Ja. Sag mal, wie ist eigentlich der Kalle überhaupt auch selber zu der Giraffe gekommen oder zu der Fasnacht? Also der Vater ist ja als junger Mann an Gögginger Bahnhof, das ist bei Grauchenwies, Sigmaringen. Und da haben sie ihn schon gefragt, willst du mal mitmachen? Dann hat er da schon Ziehharmonika gespielt und hat da schon Bitterred gemacht. Und dann wurde er versetzt an Reichenauer Bahnhof. Da war einer und er hat gesagt, Kalle, komm doch zu der Giraffe, mach schon ein wenig mit, schreib schon ein wenig was, wenn du dichten kannst. Und so ist er bei der Giraffe gekommen. Das hat uns gut getan. Dann ist er auch gleich, er war kaum dort, ist er schon Vizepräsident geworden. Schon das dritte Mal habe ich jetzt im Lotto gewonnen. Das dritte Mal. Ja, hat mein Kumpel gesagt, wie machst du das? Dann ich gesagt, du, ich gehe bei jeden Sonntag in die Kirche. Und die Zahlen, die der Organist da aufleuchtet, die schreibe ich ab. Und da haben jetzt schon das dritte Mal gewonnen. Da war sogar am 5. dabei. Wo ich den getroffen habe, nach vier Wochen, habe ich gesagt, und hast du das auch gemacht? Dann hat er gesagt, ja, aber er hat nichts gewonnen. Ich gesagt, wo warst du? Dann hat er gesagt, in St. Gebhard. Ich gesagt, da musst du nicht nach, da musst du voll mitlegen. St. Gebhard ist Renngewinnet. Ein Witzel hat er schon erzählen können, oder? Und zwar die älteste Witz. Wenn der auf die Bühne gekommen ist und hat wieder so, hat jeder gewusst, welcher Kunde. Ne? Ja. Aber trotzdem wieder gelacht. Er hat es am Leben vorher auch noch ausprobiert, bei uns in der Radstube. Er hat einen Witz erzählt und wenn wir gelacht haben, war es gut. Und manchmal hat er aber hinterher gleich sagen können, oh, der ist nichts für die Bühne. Mein Nachbar, sein Kader, ist dreimal ums Ort rumgelaufen. Dann habe ich gesagt, du, dein Kader, der rennt schon dreimal ums Ort rum, was ist mit dem los? Dann hat er gesagt, nichts, den haben wir kastriert, jetzt macht er Absagen. Oder? Gut. Also ein Gammler hat dann im Mülleimer drin, da ist ein Spiegel drin gsi. Dann hat er da reingeguckt, dann ist er schnell zur Polizei gerannt. Dann hat er gesagt, schnell kommen, denn der Mülleimer ist dann tot drin. Und bis die dem das glaubt haben, dann bis der Herr Oberkommissar selber dann gekommen ist, dann hat er reingeguckt. Dann hat er gesagt, ich brauche nicht lachen, der Mann hat recht und auch noch einer von uns. Habe ich am Engel gesagt, wenn jetzt deine Suppe nicht ist, dann hol ich den bösen Wolf. Dann hat er gesagt, Mensch, der frisst sie. Ja. Der hat ja immer einen ganzen Stapel Zettel dabei gehabt. Ne? Ein ganzer Stapel hat immer ausgesehen, wie wohl sortiert. Ne? Und dann auf den Notenständer gehabt. Und dann hat er mal eine Handbewegung gemacht, dann ist der ganze Kladderadatsch auf den Boden gelegen. Ne? Hat er mir doch der zweite Blatt verräumt. Ei, 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 und hinter nei, Juppaldi, ei, da. Sei. Ich habe eigentlich noch ganz selten mal gehört. Mein Gott, kann auch mal jedem Rebel schieflaufen. Einmal habe ich Platz 1 bis 4 und Platz 2 war eben nicht dabei. Und das ist natürlich schon ein Ding, wie man auftritt, aber hat man es halt mit anderen Sachen überbrückt. Aber ich habe bis jetzt immer Glück gehabt. Wenn's läuft, dann läuft es nicht. Ich hätte natürlich noch viel Ströfle, aber die kannst du nicht. Also, das muss ein Vierzeiler sein. Und wenn ein Zweizeiler geht, nein, und ein Sechszeiler auch nicht. Wegen dem habe ich das mal nichts über die Frauen. Weil man mir so hinterher immer vorwirft, ich sei gegen die Frauen. Der Mensch hat neulich einer gesagt, Kalle, weißt du, wo die Frauen am schönsten sind?
Nein, ich sehe ja auf alte Bilder. Ehrenwille, da nein, neulich hat mir einer gefragt, Kalle, was schenkst du deiner Frau zur Silberhochzeit? Dann hat er gesagt, eine Reise nach Honolulu. Oh, hat er gesagt, so haust du nein. Was kriegst du zur goldenen Hochzeit? Nein, gesagt, das Retourbillett. Ich meine, die Frauenwitze, ich sage, die waren immer in jedem Programm dabei, aber niemals unter der Gürtellinie. Stimmt, ja. Und es ja, hat mir keine irgendwie das nachtragen. Eine Bekannte von mir, die hat Zwillinge, das haben sie vorher nicht gewusst. Kein Mensch, erst wo sie bei der Entbindung hat der Doktor gesagt, ja, hat er gesagt, liebe Frau, sie hat Zwillinge, da kommt Nummer eins. Was hat ihr gesehen? Kommt das vom Schwager auch schon? Also nach einer gewissen Zeit hat man dann halt auch gemerkt, dass die Frauenwitze nicht mehr so ankamen. Ne? Und dann kam aus dem Publikum immer dieses oi, 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 oi. Da hat er manchmal, am Anfang ist er ein wenig wütend geworden. Ne? Aber mit dem konnte er nie richtig umgehen. Also das Mal hat er mir geschworen, das Mal sage ich nichts über die Frauen. Ja, aber sei ruhig, du. Weil da fällt es immer so auf und hinter drei. Da lachen sie an, man hat es doch nicht so, gell? Weil man kennt sie ja. Zu meiner Frau haben immer bei jedem Wort etwas Gutes gesagt. Und mein Ausdruck war nicht Schätzle, sondern ihr immer gesagt, mein Täubchen. Guten Morgen, mein Täubchen. Du hast gut gekocht, mein Täubchen. Und jetzt gestorben, das sage ich jetzt nicht mehr. Gestorben habe ich in der illustrierten Gläser, dass Tauben die blödsten Vögel sind. Du, wenn der einmal seine Witz gemacht hat, da hat ja deine Mama müssen ganz schön schlucken und schnaufen. Aber ich glaube, da war sie nicht ganz so glücklich, gell? Mama ist am liebsten gleich mitgegangen. Wenn meine Frau, hat er gesagt, Kalle, wenn meine Frau und deine Frau vom Münsterturm springen, wer kommt da zuerst unter? Ha? Dann hat er gesagt, das spielt doch gar keine Rolle, Hauptsache ich dir springe mal. Anna, wo bist du? Mit Anna, seiner Schulfreundin, war er 59 Jahre lang verheiratet. Wenn wir über sie schwätzen, dann gucken alle Leute auf sie. Heute Abend habe ich zum Beispiel da, meine Frau, die geht jetzt selten aus, die bleibt lieber daheim im Haus. Denn seit der Vogelgrippe im Mai sperrt man doch die Henne ein. Und wenn ich das erzähle, dann gucken sie immer auf die Frau. Und das hat sie nicht so gern, oder? Klar, ging mir vielleicht auch so. Millionen Frauen lieben mich. Doch meine Frau, die weiß das nicht. Warum, weshalb, das weiß ich nicht. Millionen Frauen lieben mich. Millionen Frauen. Also er war so selbstbewusst, er hat nie einen Parkschein gelöst. Er hat vorne sein Schild reingemacht, Maurer Kalle, fertig. Ah ja, das hat er nie einen Strafzettel gekriegt. Er hat ja ein winzig kleines Büro bei sich daheim geht, ne? Und du glaubst gar nicht, was für verschiedene Drähte da alles zusammengelaufen sind. Ja, der Kalle war ja total vernetzt, überall hin. Wenn man so darüber wissen, was für Ehrengäste da sind, dann könntest du auf dir eine Strophe machen. Nicht, aber du kannst ja nicht dichten, wenn du die erst da hocken siehst. Und unter anderem hat er sich ja auch politisch betätigt. Er war ja im Kreistag. Und er hat auch überall hin, zu jedem Bürgermeister, zum Landrat sowieso, ein irrsinnig gutes Verhältnis gehabt. Ja, jetzt sehe ich gerade unseren Landrat. Das ist ein Politiker zum Anfassen. Also, der hat für alle Leute ein nettes Wörtchen übrig. Der besucht auch Schulen, der geht in Krankenhäuser. Letzte Woche war er in der Psychiatrie in Reichenau und hat die Leute besucht, der hat mit allen Leuten geschwätzt. Grüß Gott, hat er gesagt, wo kommen Sie her? Und der Vierte, der noch gefragt hat, hat er gesagt, der Landrat gefragt, kennen Sie mich auch? Dann hat er gesagt, der Patient, nein, ich sehe ihn heute zum ersten Mal. Dann hat er gesagt, Sie, ich bin der Landrat vom Landkreis Konstanz. Ja, hat er gesagt, verreckt, du, so hat es bei mir vor 20 Jahren auch angefangen. Das hat auch niemand Herr Maurer zu einem gesehen. Ja. Immer nur Kalle. Ja. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum er auch alle duzt hat. Ne? Also sozusagen war der Kalle der heimliche Bürgermeister von Wolmerdingen. Hat überall seine Connection gehabt und war dadurch eben der heimliche Bürgermeister.
Liebes närrisches Publikum, ich sage nur vier Worte. Jupp hei di und jupp hei da. Begrüßen Sie mit uns unseren... Gut befreundet war er auch mit Heinz Maser, dem damaligen Präsidenten der Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg. Dort war er ein gern gesehener Gast. Heute ist ein Riesenfest. Das ist schon an der Ehre Gäst. Samt ihre Frauen noch dazwischen, das sind die, die Wohnung zahlen müssen. Das hat er ganz gerne gemacht, die örtliche Prominenz ein bisschen vorgeführt. Unser drei gestirnt die guten Geister. Der Herr Ober und seine zwei Bürgermeister. An Fastnacht zeigen sie schon alle Zeit immer ihre Einigkeit. Wir haben uns kennengelernt zu Anfang der 60er Jahre. Er war Vorsteher vom Bahnhof Reichenau. Und ich habe mich dann einfach einmal an ihn gewandt, hat er gesagt, komm rein. Und dann sind wir eine Stunde zusammengesessen, hat mir einen Sprudel eingeschenkt und hat mir so einige der Witze erzählt. Das war mein erstes Erlebnis mit Karl Maurer. Nachdem wir uns dann kannten und ich war in der Niederburg aktiv, war es für mich selbstverständlich, den Karl mal zu fragen, ob er nicht auch im Eröffnungsprogramm am Fastnachtsauftakt 11.11. bei uns auftritt. Und das hat er natürlich spontan auch zugesagt. Und von diesem Moment an war er eigentlich praktisch jährlich Gast, bis natürlich auch die großen Fernsehsendungen kamen, wo er bis zum Schluss letztendlich am Programm als Beteiligter dabei war. Du brauchst eigentlich, wenn du so auf der Bühne stehst, keine Witze erzählen. Das, was dir jeden Tag passiert, wenn du im Zug bin ich reingefahren hast. Weil dann kann ich mit dem Taxi haben. Im Zug ist eine hochschwangere Frau drauf geguckt und vis-à-vis eine Bibel. Dann hat er die immer angeguckt. Dann hat sie gesagt, Bibel kennen wir uns. Dann hat er gesagt, nein, aber ich weiß, was du gemacht hast. Hat er gesagt. Und eine ist der geguckt, die hat sich immer am Kragen geratzt, der Jüngere. Und einmal, der und einmal hinten, mal vorne. Läus hat sie wahrscheinlich gehabt, oder? Und auf der Rehbrücke hat sie dann einer hinten ausgedreht. Dann hat er gesagt, da haben Sie recht, Fräulein, wenn Sie nicht fangen können, dann verschießen Sie es. Der Kalle war ein Ausnahmetalent. Und solche gibt es in Konstanz relativ wenig. Wenn wir eines Tages einmal die Annalen der Konstanzer Fastnacht schreiben, dann hat der Karl Maurer mit Sicherheit einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt Helmut Fastnacht, Alfred Heitzmann, aber auch die unvergessene Sigrun Mattes, mit der der Kalle sehr gut befreundet war. Man hat mich, dass ihr's wisst, ihr Lieben, das mal bei Zeiten angeschrieben. Ich glaube, es war ein ziemlich hoher Herr, auf alle Fälle vom SWR. Es käme das Jahr der Sendeleiter ist im Programm mit richtig weiter. Zwar hätte er schon alles, nur fehl ihm zum Thema Leitkultur noch eine typisch deutsche Frau. Und ich werde das für ihn haargenau. Ich leite Kultur, das will ich pfeissen. Man mag halt keine magere Geisse. Und weil man etwas Echtes nicht gleich fand, holten sie mich die Kuh vom Land. Also die Sigrun Mattes und der Karl Maurer waren schon immer ein großes Vorbild für mich und meinen Bühnenkollegen Raphael Brausch. Und da haben wir überlegt, ob wir die beiden nicht mal parodieren sollen auf der Fernsehbühne im Konzil. Hat man aber ein bisschen Muffensausen, wie das aufgefasst wird von den beiden, weil die Fasnacht ist ja manchmal schon ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Und da waren wir gespannt, wie das ankommt. Seine Tuba-Klänge sind so schön. Komm, Kalle, komm, ja. Ja. Oh, hallo! Grüßt euch alle hier im Saal. Der Kalle kommt jetzt halt noch einmal. Ein Ranzen hast du gekriegt, Kalle. Ein Ranzen? So ein Blödsinn! Ja. Das ist doch kein Ranzen. Das ist ein Genussmittel der Formation. Oh. Mit des Bieres Hochgenuss. Steigt des Bauches Radius. Außer bei Rupano Bier trinkst du eins, das Seiche Schwier.
sagen, wenn es läuft, läuft's. Wie auch immer. Aber etwas anderes. Du hast jetzt auch so eine Wahnsinnsfigur. Wie hast denn du deine Frau rumgekriegt? Ich hab sie damals eingeladen. Hat sie gesehen, die trinken einen Weißwein. Hab ich gesagt, kommst vorbei, ich habe einen Bürgertröpfel im Keller. Ist sie gekommen? Hat sie gesagt, ich höre gern Mozart. Hab ich gesagt, kein Problem. Ich habe eine Mozartplatte, hören wir an. Haben wir Mozart gehört? Hat sie gesagt, ich träume davon, auf einem Fell zu schmusen. Ja. Hab ich gesagt, da hast du quer, verschießt der Hund. Also die Reaktion war so, dass die Sigrun Mattes saß im Publikum an dem Abend und ist dann anschließend ist sie zu uns hergekommen, hat uns herzhaft umarmt und hat eine riesen Freude gehabt, dass wir sie auf der Bühne parodiert haben. Und unmittelbar nach dem Auftritt hat bei meiner Mutter in Allensbach das Telefon geklingelt und da war der Kalle Maurer dran. Und dann hat meine Mutter erst gedacht, das bin ich. Und dann hat sie einfach gemerkt, oh, das klingt zu echt, das muss der echte Kalle sein. Und er hat dann gesagt, er braucht unbedingt Telefonnummer, ob das der Sohn sei. Und dann hat sie ihm die Telefonnummer gegeben. Und zwei Tage später hat dann tatsächlich mein Handy geklingelt, war der Kalle Maurer dran, der eine Riesenfreude hatte an dieser Sache und hat mich dann zu seinem Stammtisch eingeladen. Die haben einmal in der Woche so einen Rentnerstammtisch gehabt. Da war ich dann eingeladen, da war ich dreimal da. Und das war toll, da ist dann geschwätzt worden über die kleine und große Politik und über Gemeinderatsbeschlüsse und über alles Menschliche. Und ich habe da wirklich dreimal Tränen gelacht. Dummheit war schon immer so. Selber merkt man nichts davon. Gescheitheit, aber Gescheitheit ist, wenn man merkt, wie dumm man ist. Der Südkurier sagt mir am Morgen, wer noch lebt und wer gestorben, stehe ich da nicht mit drauf. Danach, da stehe ich immer auf. Also er hat ja über alles, wirklich über alles ein Witzel machen können. Ne? Übers Altern genauso, über den Tod. Ne? Unvergessen dieser Kalenderspruch, den habe ich bis heute drauf. Im Alter lässt alles nach, nur das Nachlassen nimmt saumäßig zu. Ne? Aber er hat ja immer gesagt, sein schönster Tod mit 100 vom eifersüchtigen Ehemann erschossen werden. Wo hat er das verdient? Ha? Da dürfen wir gar nicht an daheim denken. Ha? Wenn's läuft, dann läuft's. Prost, Karle. Über 70 wünscht man sich, dass man noch gesund, munter und auch richtig ist. Geistig fit auf lange Dauer, mit Potenz wie der Boris und der Beckenbauer. Ich habe meine Freude daran gehabt und das lange, lange Zeit. Genau 50 Jahre mache ich Fasnacht. Und einmal muss man aufhören. Und man hört auf, solange man noch einigermaßen etwas ist, bevor die Leute sagen, du, es ist Zeit, dass du daheim bleibst. Das haben wir auch verhört. Februar 2006, sein letzter Auftritt in der ARD-Fastnacht von Neckar, Rhein und Bodensee. Tschüss, ade, ich höre jetzt auf. War 50 Jahre auf der Bühne drauf. Lebet wohl, ihr Schwaben und die anderen alle. Ein letzter Gruß vom Maurer Karle. Er war ein ganz Großer, der Konstanzer Fasnacht. Der Maurer Karle. Der Mann mit der Tuba.